Herzlich willkommen zu diesem informativen Kurzfilm zur intravenösen Sauerstofftherapie, vorgestellt durch Dr. Med-Dirk Wiechert, Facharzt für Allgemeinmedizin. Also bei der intravenösen Sauerstofftherapie nach Dr. Regelsberger werden kleinste Bläschen medizinischen Sauerstoffs in die Vene des Patienten geleitet. Eine völlig ungewohnte Situation und dennoch seit gut 7 Jahren setze ich diese Therapie regelmäßig ein, speziell wenn ich Fragestellungen der Durchblutung, der Entzündungshemmung und der Immunmodulation auf dem Zettel habe. Die durchblutungsfördernde Wirkung der intravenösen Sauerstofftherapie beruht auf dem Reiz, den die Sauerstoffbläschen an der Innenwand unserer Blutgefäße auslösen. Das sogenannte Endothel reagiert auf diesen Fremdkörper mit der Ausschüttung von gefäßerweiternden Prostazyklinen, welche so bis auf das 8-fache des Ausgangswertes ansteigen können, wie eine kleine Messreihe von 10 Probanden gezeigt hat. Es geht dabei um die Arachidonkaskade und das hat Auswirkungen auf viele Prostaglandine. Das Prostacyclin ist eine tolle Geschichte, wenn es um die Gefäßerweiterung, um die Blutdrucksenkung und damit auch um die Tonisierung der Venen geht. Aber das Prostaglandin E2 ist etwas, was ansteigt, wenn Schmerzen, wenn Entzündung, wenn Fieber im Raum steht. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ob man durch den Einsatz der Sauerstoffbläschen dieses Prostaglandin E2 senken kann. Und in einer Anwendungsbeobachtung, begleitend zu den Anwendungen der regelmäßigen intravenösen Sauerstofftherapie, haben wir in Zusammenarbeit mit einem Speziallabor in Berlin diese Lipidmediatoren bestimmt und darunter wiederholt sehen können, dass sich das Prostaglandin E2 tatsächlich deutlich senken lässt. Somit ist die Therapie als deutliche Hilfe bei allen Arten von Durchblutungsstörungen denkbar. Darunter auch Bluthochdruck, periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz PAVK, Wundheilungsstörung, mikrodurchblutungsabhängige neurodegenerative Erkrankungen des Gehirns oder durchblutungsabhängigen Funktionsschwächen anderer Organe, wie zum Beispiel die Nieren- und Herzschwächen mit Wassereinlagerung. Wird ein Mensch von Parasiten befallen, löst dies in der Regel bestimmte Immunreaktionen aus. Studien zeigten, dass Autoimmunerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Multiple Sklerose bei einem Parasitenbefall milder verlaufen, da das Immunsystem sich dann eher dem Parasitenbefall zuwendet, sodass durch dieses Ablenkungsmanöver die Entzündungen an anderer Stelle vermindert werden. Dieser Teil des Immunsystems, es betrifft hauptsächlich die eosinophilen Granulozyten, die dann vermehrt im Blut nachweisbar sind, messen wir als Eosinophilie. Bei der intravenösen Sauerstofftherapie findet eine vergleichbare Reaktion auf die Sauerstoffbläschen statt. Die eosinophilen Granulozyten wandern aus dem entzündlichen Gewebe ins Blut, wo sie das Bläschen als Feind erkennen und attackieren. Mit der intravenösen Sauerstofftherapie steht uns nun eine Methode zur Verfügung, mit der wir wirklich fein dosiert nach dem Prinzip der Homeostasis einen Reiz setzen, der einen Gegenreiz erzeugt und wo wir durch tägliche Anpassung an die Verträglichkeit sozusagen eine Zieldosis erreichen können, die eben auch prooxidativ wirkt und diese offene, verletzliche mitochondriale DNA sozusagen erreicht und den Körper dazu befähigt, diese fehlfunktionierende Mitochondrien zu erkennen und auszumausern. Dabei kommt es dazu, dass wir durch Gegenreaktionen anderer Messparameter erkennen, dass die oxidative Resilienz des Mitochondriums zunimmt, was man durch Titrationsreihen mit Wasserstoffperoxid auch sehen kann. Und das Erstaunliche ist, dass dann häufig im Verlauf die Fähigkeit, ATP, unseren Brennstoff, zu bilden, mit deutlich weniger Mitochondrien, aber eben auch ganz wenigen oder gar keinen Deletionsmutanten zu erreichen und damit eben auch gegenüber dem alltäglichen oxidativen Stress deutlich belastbarer zu sein, was sonst eigentlich nur mit Sport geht. Und somit haben wir hier ein Instrument in der Hand, was gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen, bei Burnout-Patienten, bei depressiven Patienten, bei Menschen, die einfach sagen, ich kann mich nicht anstrengen, ein Instrument liefert, was wir sinnvoll nutzen können. Ja, ein besonderes Highlight ist für mich die Wirkung bei der Makuladegeneration, also bei altersabhängigen
Einschränkung des zentralen Sehvermögens. Man kann am Kreis gut gucken, aber in der Mitte nicht. Und es gibt so ein Amsler-Gitter, wo sozusagen auf Kreuzungen sich die Linien verwackeln. Wenn man so etwas bemerkt, dann muss man unbedingt zum Augenarzt gehen, weil dann ist man wahrscheinlich an dieser Makuladegeneration erkrankt. Das ist die häufigste Ursache, an der man in Deutschland erblindet und wirklich mit dem Alter einhergeht. Und der Dr. Beke, Augenarzt in Osnabrück in der Paracelsus-Klinik, hat an 44 Patienten eine dreiwöchige intravenöse Sauerstofftherapie durchgeführt und diese Sehschärfe am Anfang und am Ende sich angeschaut. Und erstaunlicherweise ist im Durchschnitt ein Anstieg um 10% absoluter Sehschärfenverbesserung eingetreten. Das ist in dieser eingeschränkten Sehfähigkeit eine ganz andere Welt dessen, was man sehen kann. Und wenn man sich mal vorstellt, 3 Wochen Therapie, 10% Verbesserung, anhalten über 2 Monate, langsamer Abfall, was ja nicht sein muss, wenn man die Therapie fortführen würde, vermute ich mal, das ist noch in keiner Studie nachgewiesen, ist doch ein echter Knaller. Für eine Behandlungsserie mit der intravenösen Sauerstofftherapie werden in der Regel 10 bis 20 Sitzungen an möglichst aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt. Die Behandlungsdauer pro Sitzung beträgt dabei etwa zwischen 30 und 60 Minuten, da die Menge des infundierten Sauerstoffs individuell eingestellt wird. Regelmäßige Laborkontrollen, insbesondere um die Reaktion der eosinophilen Granulozyten zu messen, geben dem Therapeuten wichtige Hinweise auf den erzielten Effekt der Therapie. Detaillierte Informationen zu dieser Therapie finden Sie auf unserer Homepage, darunter auch ein umfangreicher Vortrag von Dr. Wichert von medizinischen Fachleuten.